Ja, Leute, ihr seht schon, wie der neue Hype überall auf YouTube. Habe ich mir auch ein Mystery Display bestellt beim Händler meines Vertrauens. Und ja, ich möchte mir das jetzt mit euch zusammen angucken. Normalerweise mache ich ja immer nur so einen Booster auf. Diese Woche habe ich auch so einen Convention Booster aufgemacht, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, gucken wir uns jetzt mal diese, wie heißen denn sich das, die normalen Booster jetzt halt, also die Retrail Booster. Gucken wir uns die mal an. Ganzes Display, heute mal was ganz Besonderes. Gewöhnt euch nicht dran. So ein ganzes Display wird es bei mir, und die Box ist ziemlich pissig, das ist Pappe. Ja, aber die kann man hier oben abreißen. Ja, egal. Oder halt aufstellen, wie die sich das im Laden gehört. Ich mach das hier einmal ganz kurz. Während ich euch verklickere, dass ich an diesem Produkt sehr begeistert bin und sehr hyped drauf bin, das jetzt mit euch aufzumachen. Ich stelle das mal hier rüber. So, 24 Booster. Oh, die Booster sehen schon hübsch aus. Oh, wunderschön. Preislich gesehen liegen die unter den Modern Horizon Booster. Und Value gesehen weit drüber. So, in Mystery Booster, das ist ein Reprint-Set, was kein Reprint-Set ist, weil es gibt keine Reprint-Sets mehr oder keine Master-Sets. Deswegen sind hier unten diese kleinen Stempel drin. Und wie man hier sehen kann, sind aus relativ vielen Editionen was drin. Es sind verschiedene Editionen, sogar Reprint-Set aus Reprint-Sets. Und ja, alles in allem coole Karten. Die Qualität ist okay von den Karten und so viel dazu. Ich will jetzt noch Booster aufmachen. Dementsprechend, wie immer, Commons gehe ich durch, können aber halt auch sehr viele drin sein. Uncommons und Rares, wie immer, werden vorgelesen. Cunning Breeze Dancer, 6 Mana 4/4 fliegend. Immer wenn man einen Nicht-Kreaturenzauber spielt, aha, kriegt der +2/+2 bis meines Zuges. Katidon, 3 Mana 3/3, wenn er stirbt, kriegt man 3 farblose Mana. Recoup, 2 Mana Sorcery, man kriegt eine Sorcery-Karte in dem Friedhof, kriegt Flashback bis zu meines Zuges. Und sie hat nochmal sehr Flashback. Und unser erster Rare ist Two-Headed Giant aus Dominaria. 4 Mana 4/4, wenn er angreift, flippt man 2 Münzen. Wenn beide Münzen Kopf sind, kriegt er Doppelschlag. Wenn beide Münzen Zahl sind, kriegt der Menace bis zu meines Zuges. Und, wow, bist du hübsch. Oh mein Gott, richtig hübsch. Ein Funeral Charm im alten Artwork in Foil. Nur nicht beim alten Artwork, sondern im gereprinteten alten Artwork. Oh mein Gott, bist du hübsch. Ja, ich darf mich daran nicht so lange aufhalten. Wir haben ein ganzes Display vor uns. Es tut mir so leid. Ich gebe ja schon Gas. Bitte peitscht nicht allzu dolle. So, ich muss das mal hier trotzdem einmal ganz kurz durchsortieren. Mit Foil, Rare, Uncommon, tue ich mal hier runter. Uncommon tue ich mal ganz beiseite. So, dann haben wir Uncommon. Bei den Uncommons muss man halt durchgucken, weil es gibt halt da auch leider ein paar Uncommons, die halt wirklich was wert sind. Und ja, Warden of the Eye. 4 Mana, 3/3. Wenn er ins Spielfeld kommt, bringt man eine Nicht-Kreatur, Nicht-Landkarte aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Oh ja, das war eine Uncommon. Mindstone ist eine Common. 2 Mana tappen für ein farbloses oder 1 Mana tappen, opfern sie eine Karte. Und Empyrea Armor. Haben wir überhaupt eine Rare hier drin jetzt? 3 Mana, eine Kreatur kriegt +6/+6, über X die Anzahl an Karten auf der Hand. Das, wir hatten keine Rare. Ah, hier ist unsere Rare. All is Dust ist unsere Rare. Dahin. All is Dust, 7 Mana. Jeder Spieler opfert alle nicht. Alle farbigen Permanenten. So. Oh mein Gott. Und unsere Foil ist ein Laps. Ja, jetzt bin ich komplett durcheinander. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit machen soll. Ich bin mit der Anordnung des Displays nicht zufrieden. Beziehungsweise der Booster. Ich bin damit nicht zufrieden. Oh, na aus. Eine Uncommon obendrauf. Was zur Hölle? Oh, das ist eine gute Karte. Na, Corpse Hatcher, auch eine Uncommon. Drive of the Dead, Smell, Tarfire. Oh, sehr cool. Ich muss das nachher alles einzeln durchsortieren. Ich habe schon keine Ahnung mehr, was hier los ist. Und jetzt Assemble the Legion, Gravecrawler.
Okay. Mit Assembly Legion ist halt, ich lasse die Anker mittlerweile auch schon weg. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin verwirrt. Assembly Legion, 5 Mana Enchantment, zu Beginn des Abgibs kommt eine Marke drauf. Man kriegt einen 1-1 Soldier aus Gatewatch, glaube ich. Und Gravecrawler aus dem Deck, 2 Mana 2-1, kann nicht blocken und kann man das nur Friedhof casten, wenn man einen Zombie kontrolliert. Ganz cool, in diesem Booster halt jetzt mit 2. Rares, genau. Boreal Druide ist halt tatsächlich eine der ersten Karten, die Snow Mana produzieren gewesen. Also die ich gesehen habe, nicht die existiert haben. So, ich gehe hier wieder durch. Nehmen die auf Deep Hour, Go to the Throat. Das sind echt ganz gute Karten. Skirk Prospector. Was haben wir jetzt hier? Dungroove Elder, 3 Mana XX Hexproof mit Stärke und Widerstandskraft gleich der Anzahl an Wäldern, die man kontrolliert. Oh cool. Chasm Skulker, 3 Mana 1-1. Wenn man eine Karte zieht, kriegt er eine +1/+1 Marke und wenn der stirbt. Ja genau, wenn der stirbt, kriegt man X11 weiße Squid Token. Und unsere Foil ist ein Iron Mirror. Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich bin so gehypt. Coole Karten hier drin. Ich hätte gerne Mana Crypt. Ich bin nicht gierig, aber ich würde gerne Mana Crypt nehmen. Frummingbird, Throne of the Black Rose. Gas Blessing, auch eine gute Karte. Shortsword. Font of the Mythos. 4 Mana Artefakt. Zu Beginn des Draw Steps zieht der Spieler dran, ist 2 zusätzliche Karten. Und Champion of the Parish, 1 Mana 1-1. Immer wenn ein anderer Human ins Spiel kommt, kriegt der eine +1/+1 Marke. Und ein Triskelon aus der 11. Edition in Foil. 6 Mana 1-1, kommt ins Spiel mit 3 +1/+1 Marken. Man kann eine +1/+1 Marke runternehmen, um einen Damage zu schießen. Ist auch eine Rare, aber Moment, wir haben mal da runter. Ich habe keine Ahnung, was von den anderen jetzt noch Rare war oder was nicht. Ja. Dementsprechend bin ich mal gespannt. Okay. Inquisition. Nice. Alles klar. Inquisition dazwischen. Krass. Gut, dass ich mir die bestellt habe. Hurricane ist unsere Rare. Okay. Für ein grünes und X fügt man allen Kreaturen, die fliegen können, und allen Spielern X Schaden zu. Und Savage Knuckleblade, 3 Mana 4-4, für 3 Mana davon ein grünes, kriegt er +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Für 3 Mana davon ein blaues, kriegt er zurück auf die Hand, und für ein rotes kriegt er Eile. Und unsere Rare, beziehungsweise hier eine Mythic, Kratos, Tyrant of Jund. Jund. 7 Mana 7-7 fliegend Eile. Wenn der ins Spiel kommt, kriegt man die Kontrolle über alle Drachen und sie werden enttappt. Ah, und alle anderen Drachen haben Eile. Geile Karte. Habe ich damals tatsächlich sehr hart gefeiert in dem Set. Conflux müsste das gewesen sein. Es müsste Conflux gewesen sein. Bin mir gerade nicht mehr sicher. So. Man sieht, ich bin auch nicht so hart bewandert, was die Edition teilweise angeht. Aber ich gebe mir Mühe. Supreme Verdict aus einem Master Set. Für 2 weiße, ein farbloses, ein blaues. Kann nicht gecountert werden. Zerstöre alle Kreaturen. Und ein Wear and Tear and Foil. Hübsch. Destroy Target Artifact, Destroy Target Enchantment. Das ist echt hübsch in Foil, die Karte. Ah ja, ich sollte die Hände ausgestreckt lassen. Fällt mir auf. So ein bisschen. So. Jetzt kommt die große Preisfrage. Wann kriegen wir den ersten Hammer? Thoughtcast. Dual Shot, okay. River Hooper. New Benalia. Und hier aus Kamigawa. 2 Mana 1-2. Für 3 Mana tappen zieht man eine Karte. Wenn man 9 oder mehr Karten auf der Hand hat, wird er geflippt. Und wenn er geflippt ist, zieht ein Spieler X Karten, wobei X die Anzahl an deiner Handkarten ist. Okay. Oh, ein Moon Crusader. Death and Texas, Death and Texas. 302-2, Doppelschlag, Schutz vor Schwarz, Schutz vor Grün. Ja. Und unsere Rare ist ein Panglacial-Wurm. 7 Mana 9-5 Trampel. Und wenn man seine Bibliothek durchsucht, kann man ihn aus der Bibliothek spielen. Ich habe den früher tatsächlich für sehr stark gehalten, weil wir haben das mal so gemacht, dass man den ohne seine Mana-Kosten aus dem Deck spielen konnte. Das ist nicht der Fall.
Dementsprechend, ja. Oh, Predict. Wunderschöne Karte. Wunderschöne Karte. Reflector Mage, Orts of Basilica, Anna Sanctuary, okay. Und ein Talrand ist unsere Rare. Ja, 4 Mana 2-2. Immer wenn man Instant oder Sorcery castet, kriegt man 2-2 Drake. Ist okay. Und Treason of the Ogre. Ja. Das Booster hätte ich mir sparen können. Bitte, danke. Nicht mehr davon. Wir sind auch, glaube ich, langsam halb durch. Das macht mir ein bisschen Panik. Macht mir ein bisschen traurig, weil die Karten, die hier drin sind, sind cool mit Turn Aside. Das sind echt gute Karten, gerade für so ein Master Set. Aber wir haben noch keinen richtigen Hammer. So, ja. Und dann kriege ich einen Sliver Hive Lord. 5 Mana, 5-5, alle Sliver sind unzerstörbar. Ja, ein 15 Reprint. Wunderbar, wunderbar. Und ein Mist Hollow Griffin in Foil. 4 Mana, 3-3 fliegen, man kann ihn aus dem Exile casten. Ja, nice. Richtig nice. So, ich mache hier das jetzt noch auf und dann werde ich mal ganz kurz Pause machen müssen. Ist mir gerade aufgefallen. Dementsprechend Knife Bridge Patrol, Odotized Breath, Black Crafter, gute Karte. Battle Mask, gut, Slave of Bolas, so viel Ankern. Boah, ein Blumentender. Alles klar. Fangen wir vorne an. Ich habe Blumentender gezogen. 2 Mana 1-1 tappen, man kriegt bis zu 5 Mana, je nachdem wie viele Farben man kontrolliert. Dann habe ich ein Mirari Conjectors. 5 Mana, man bringt eine Instant aus dem Friedhof zurück auf die Hand, man bringt eine Sorcery zurück auf die Hand. Und bis zum Ende des Zuges, wenn man denn die dritte Sage erreicht hat, kopiert man jeden Spell davon. Und ein Mana Weaved Sliver. So, jetzt muss ich also warten, bis die Kirche fertig ist. Bis gleich. So, ich hoffe mal, dass sich die Kirche jetzt ein bisschen ausgebimmelt hat. Und dementsprechend gehen wir weiter mit den Mystery Boostern. Ach ja, ich habe jetzt in der Pause ein bisschen rumgestöbert. Die ganzen Leute sind heute jetzt schon wieder oben hochladen. Wir haben jetzt Donnerstag. Das Video wird wahrscheinlich am Samstag hochkommen, auch wenn das Freitag schon theoretisch wäre. Ich muss euch ja nicht unbedingt mit Ideas überschütten. Würde ich zumindest sagen. Kardinal. Was haben wir denn jetzt hier? Bier, Palladium, ein Hakun, Stormglade Scourge, 3 Mana 3-3, kann aus dem Friedhof gecastet werden, aber nicht von irgendwo anders. Als Commander ziemlich doof. Und solange er im Spiel ist, kann man Ritter aus dem Friedhof casten und wenn der vom Friedhof ins Spiel gelegt wird, verliert man 2 Leben. Gute Karte, gute Karte. Und, oh wow, Mandarin Tower Shell, 5 Mana 5 für Island Walk. Wenn er angreift, kann man den danach, was? Exalt man ihn und bringt ihn danach getappt und angreifen zu Beginn des nächsten Detecker-Erklärtabs ins Spiel. Wow, oh wow. Malstrom Nexus in Foil. Einmal Wuburg und Enchantment und der erste Kreatur jeder Runde hat Cascade. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geile Karte. Er ist auch eine Rare. Also eigentlich müsste die auch hier hin. Es ist schon die zweite Rare Mythic, wo? Ja, ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Blood Artist, auch eine sehr gute Karte. Naturalize. Und Crossenwatch. Und Thieving Magpie. 4 Mana 1-3 fliegend. Wenn sie mit der Kampfschaden zurück, zieht man eine Karte. Und Savage Knuckleblade. Den hatten wir schon. Oh, Archetype of Endurance. Ich glaube, ich kenne jemanden, der den haben möchte. 8 Mana 6-5 Hexproof. Und Kreaturen, die euer Gegner kontrollieren, verlieren Hexproof. Und ihr. Und können keinen Hexproof mehr bekommen. So ist es richtig. Das ist ziemlich gut. Ja. Ja, Kreaturen, die kontrolliert haben, Expo ist da. Wow, Path. Ja, High Path. Ich habe hier ein Path. Ja, ich wusste gar nicht, dass der da drin ist. Act of Treason, gute Karte. Crumbling Necroblends. Corrupted Conspiracy. Ich dachte jetzt, das wäre unser Rare. Aber unser Rare ist Kiki, Mirror Breaker. 5 Mana, 2-2 Eile. Man kann ihn tappen und kann einen Token ins Spiel bringen, wobei der Token eine Kopie der Kreatur ist, die man angezählt hat. Wenn man es zu geopfert. Und Ensheltered Ancients. Okay.
2 auf 5, 5 Trampel, zumindest abgibst, kommt dann eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur, die euer Gegner kontrolliert. Sekunde. Ich glaube, das ist eine Angabe. Ich bin mir bei den Symbolen nie sicher. Und deshalb, ja. Ist das leider etwas, was ich immer wieder nachprüfen muss. So, Escort. Oh, mit Level sogar. Cool. Paper Snack. New Horizon, Desert Charm. Esper Charm. Metroid. Sadistic Hypnotist. Oh mein Gott, den habe ich im Commander gespielt. Im Tasa Commander. Nee, Taser Commander. Und das habe ich danach weitergegeben. Und on the rare ist der Precarusar Golem. 5 Mana 3-3. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man 3 weitere Golem-Tokens. Und immer wenn der Instant oder Sorcery gecastet wird, die ein Golem targetet, target die alle Golem. Ah, hier, Combo. Und Rescue from the Underworld. Aus dem Original Theros. Sieht man auch nicht mehr so häufig Originalkarten aus Theros. So, Centered Soul. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Artwork? Portent. Oh wow, ich wusste gar nicht, dass Portent ein Reprint hat. Und voll cool. Das Artwork ist voll gut. Und Time Thief. Okay. Ein schwarzes, ein blaues, tappen, 5 Artefakte opfern, extra Turn bekommen. Habe ich damals tatsächlich im Modern gespielt. Ich habe früher Top da gespielt. Das. Die Crew of Justice mit Cycling, wenn der Cycle zahlt X Mana und kriegt X1-1er, ansonsten kriegt man X4-4er mit Doppel-X und Weiß. Und 2 Weiße und 2 Farblose. So. Und Boundless Reams. 7 Mana Sorcery, man durchsucht dann direkt nach X Basisländern, wobei X die Anzahl ist an Nummern an Ländern, die man kontrolliert und bringt die getappt ins Spiel. Commander Step. Ich sehe hier so viele Karten drin, die ich früher gespielt habe, die man noch spielt, die gut sind in Legacy, in Commander. Das ist echt krass. Also das hätte ich so nicht erwartet. Man hat zwar die Listen ja schon ewig weit vorher gesehen, aber holy macaroni. Das ist schon krass. Oh. War der Fogwalker noch dazwischen? Explore. Oh Gott. Mit Banding. Die haben echt Banding rein. Das Artwork. Mein Gott. Elderflux Reservoir. Für 4 Mana Artefakt. Immer wenn man ein Spell spielt, bekommt man ein Leben für jeden Spell, den man vorher gecastet hat. Man kann 50 Leben bezahlen, um Spieler 50 Schaden zuzufügen. Oh mein Gott, Wall of Shards. 2 Mana 1-3 Fliegend Defender. Und der Gegner kriegt zu Beginn des Versorgungsmoments ein Leben mit kumulativer Versorgung. Ja, es wäre nochmal Zeit für eine Bombe. Das hat gerade eben auch funktioniert. Und das jetzt auch funktioniert. Ich hoffe es ja irgendwie. Ja, der Bellringer. Sur. Augur of Bolas. Dread Return. Auch eine gute Karte. Ondus. Wow. Oh, wow. Oh mein Gott. Temporal Mastery. Für 2 blaue und 5 farblose. Man kriegt einen Extrazug nach diesem mit Miracle. Und einen Hornet-Stinger. Hornet-Sting. Nein. Wobei man kann einen Schaden auf den Spieler zufügen. Das ist schon nicht so unwahrscheinlich, dass das in einer grünen Karte ist. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es in einer grünen Karte ist. So, direkter Damage ist nicht so bekannt. So, Drinks Eye, Rally Pass und Search for Tomorrow. Ganz okay. Karagan, Dragonlord. 2 rote mit Level Up für ein rotes. Und am Ende ist der dann 8-8 fliegend Trampel mit Dracheneffekt. Und Gonti, Lord of Luxury. 4 Mana 2-3 Death Touch. Immer wenn er ins Spielfeld kommt, guckt man sich die obersten 4 Karten seines Decks angucken. Man kann eine vom Gegnerdeck angucken. Man kann eine von Exilen. Sie kann sie irgendwann später spielen und mit ihrer Mana-Kosten bezahlen. Aber Mana, als wäre es beliebiger Farbe. So. Und unsere Rare-Esten, Alchemist Refuge. Ja. Tappen für ein farbloses oder ein blaues und grünes. Tappen alle Non-Land-Karten auf der Hand haben Flash. Das ist schon krass. Also, was man da sagen muss, in den Vollslots, die Rares in den Vollslots sind schon fies viele. Viele Leute haben sich ja beschwert, dass hier nicht die Factor Fiction,
The Res, dass hier nicht die Testkarten drin sind, wie bei dem Video, was ich hochgeladen habe. Aber ich muss sagen, ich finde die Foils bisher jetzt schon echt cool. Oh, Shining Gems, Faschino Sandwalker und The Dictate of Eliot. 5 Mana Enchantment mit Flash, alle Kreaturen kriegen +2/+2. Und Sun Denial of the Infinite, 2 Mana Artefakt, für 1 Mana tappen, Ende den Zug. Kann man nur in seinem eigenen Zug benutzen, aber ist eine gute Karte. Leider Gottes eine verdammt gute Karte. So, ja, die letzten 4 Booster. Also, da muss das Booster tatsächlich trotzdem noch was drauflegen, denke ich. Damit sich das hier gelohnt hat. Rage Reflection. 6 Mana, alle Kreaturen, die man kontrolliert haben, Doppelschlag. Noch ein Chasm Sculler und eine Zen Triplets sind voll. Für ein schwarzes, ein blaues, ein weißes, 2 farblose ist das 3-3. Und zu Beginn des Versorgungssegments zieht man sich einen Gegner aus. Und dieser Gegner kann keine Spells spielen oder Fähigkeiten aktivieren. Und man kann Karten aus dem seiner Hand spielen. Gute Karte. So. Also die letzten 3 müssen eine Bombe sein. Es hat jetzt die ganze Zeit funktioniert, dass ich jedes Mal, wenn ich rumgemeckert habe, ich bessere Booster bekommen habe. Seal of Cleansing. Vampire Nighthawk. Cops Checker und Hornet Nest. Was bist du denn? 3 Mana, 0-2 Defender. Wenn dem Gegner. Ne, wenn dem Schaden zugeht, kriegst du so viele 1-1 Insekten mit Death Touch. Okay, cool. Und Conspiracy, aha, in Foil. Habe ich auch im Commander gespielt. 5 Mana Enchantment. Wenn es ins Spielfeld kommt, sagt man Kreaturentyp an. Und alle Kreaturen, die man kontrolliert, auch die, die nicht im Spiel sind, haben diesen Kreaturentyp. Ja, auch eine Rare in Foil. Also so langsam, jetzt so in den letzten 2 Boostern, die Mana Crypt, da würde ich das so hart feiern. Na, Booster, willst du dich öffnen lassen? Es will nicht. Es will nicht. Es will halt echt nicht. Komm schon. So, Burggreaser, Focus Muldrifter, Young Pyromancer, easy peasy. Und Nemesis of Reasons, 5 Mana 3-7. Immer wenn er angreift, legt der verteidigende Spieler die obersten 10 Karten seines Decks in den Friedhof. Whelming Wave, 4 Mana Sorcery, man bringt alle Kreaturen zurück auf die Hand, die nicht Kraken, Leviathan, Oktopus oder Serpent sind. Und Celestial Dawn. Ja, funktioniert gerade ganz gut mit dem Heulen. 3 Mana Enchantment, alle Länder sind Ebene und Nicht-Landkarten, die nicht. Was? Die nicht im Spiel sind. Was? Non-Land Cards you own that aren't in play spells. Nicht-Landkarten, die nicht im Spiel sind und Zauber, die man kontrolliert und Nicht-Land-Permanenten, die im Spiel sind, sind weiß. Also alle Karten sind weiß, hätte man auch einfach so draufschreiben können. Und man kann Mana beliebig ausgeben. Ja, solange es halt weiß ist. Das ist eine ganz gute Karte, gerade um Multicolor-Card-Decks etwas leichter spielbar zu machen. Und ja, jetzt mal gucken. Savannah Löwe, das war früher mal eine Rare. Maniac, Repulse. Komm schon, das wäre jetzt so der triumphale Abschluss. Ich glaube nicht. Nein. Ach, schade. Mindshatter. 2 schwarze und X. Ein Spieler wirft X-Karten random ab. Und dann haben wir noch so ein Pyrocritic Ritual. Ja, das war das Display. Ich mag das Display. Ich mag das Booster. Ich finde die Edition cool. Und ich werde mir davon sicherlich noch einiges gönnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Blackseed. Ciao, ciao.